Versuchen wir es in einem der Untersuchungsräume im ersten Stock. An der Wand hängen Schilder mit dem Namen der Bereiche der Nervenheilanstalt. Okay. So, Raum für Raum. Ich weiß, die junge Dame wollte ihren ersten Stock, aber wir gucken erstmal Raum für Raum hier. Ne? Es ist nicht verboten. Lass uns Charlotte finden. Lass uns Charlotte finden. Sie ist allein im Dunkeln. Okay, arme Charlotte. Hier kommen wir auch nicht her, irgendwie. Okay. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich doch eine Etage höher. Gut, Fahrstuhl funktionierte ja nicht. Oder kriegte man den an wenigstens auf oder so? Keine Ahnung. Naja, anscheinend nicht. Nehmen wir mal die Treppe hoch. So. Nix drin. Ah, ui. Okay. Sah jetzt aus, als wäre das irgendwie eine Erinnerung oder sowas gewesen. Aber keine Erinnerung stand da. Wenn die Schrift... Oder warte mal, vielleicht kann ich die Schrift ja auch größer stellen. Muss ich mal schauen. Option. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke. Er sieht jetzt hier nicht so aus. Naja. Dann gucken wir mal so weiter. Wieder so eine Durchreiche.
Ist das irgendwas? Hallihallo, Blind Tube. Ja, dann wird es wahrscheinlich Jan sein. Keine Ahnung. Ja, vielleicht finden wir ja noch eine Lösung. Ich weiß ja auch nicht, ob man hier was anmachen muss. Aber mein lieber Freund, dann kannst du mir ja mal erzählen, ob das so flüssig läuft oder ob ich das eigentlich direkt sein lassen kann. Was? Ho? Lass uns Charlotte finden. Sie ist allein im Dunkeln. Ja, ich suche ja. Bis jetzt habe ich sie noch nicht gefunden, die Charlotte. Okay, am Anfang lief es nicht flüssig. Okay. Schade. Vinny möchte sie nicht verlassen. Vielleicht liegt es aber auch einfach am Spiel. Weil die Einstellungen auch, glaube ich, ziemlich hoch sind und so. Habe ich ja gerade gesehen, als ich nach dem Text gesucht habe. Vielleicht müsste man die Grafikeinstellungen nochmal runterschrauben oder was. Ich denke, demnächst versuchen wir das auch einfach mal mit einem anderen Spiel. Weil ich jetzt halt auch nicht weiß. Ja. Ich meine, ich laufe jetzt hier durch. Aber wenn ich irgendwann nicht weiterkommen sollte. Das Spiel ist nämlich sehr kompliziert. So. Vom Sehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, diese Maschine. Ob ich da jetzt irgendwas mitmachen musste oder so. Ja, müssen wir mal mit einem anderen Spiel ausprobieren. Irgendwann. Oh. Hilfe. Guck mal, da ist die Puppe oder was? Mama kümmerte sich um Charlotte. Sie hatte sie immer zugedeckt, umarmt und gestreichelt. Sie war sehr zärtlich und liebevoll. Charlotte ist nie was Böses passiert, denn ich habe mich gewundert. Ich konnte das nicht verstehen. Anfangs hatte ich fast Angst, Furcht davor, dass sie mir wehtut. Ich habe immer auf den Augenblick gewartet, an dem Mama sie verlassen würde. Denn ich verdiente es nicht zu leben. War es nicht wert, geliebt zu werden. Es ist kalt, es ist dunkel. Jetzt friert sie, sie wird krank werden. Wir können uns um sie kümmern. Das ist nicht verboten. Okay. Charlotte ist brav. Okay. Jetzt muss ich Charlotte irgendwo hinbringen, oder was? Na gut, dann bringen wir jetzt Charlotte irgendwo hin. Ja, mal gucken, wie lange wir jetzt noch machen. Ich weiß ja gar nicht, wie lange ich jetzt schon dran bin. Ah, hier habe ich ein Buch irgendwie.
So. Gehen wir denn jetzt mit Charlotte hin? Die Tür ist zu. Okay. Kann ich Charlotte hier drauflegen oder was? Das ist kein guter Platz für Charlotte. Es ist zu kalt für sie dort. Okay. Zu kalt. Okay. Können wir sie denn hinbringen? Okay. Charlotte friert. Lass uns einen warmen Platz für sie finden. Einen warmen Platz? Also gehen wir am besten raus, oder? In der Sonne. Draußen scheint ja die Sonne. Okay. Da ist der Fahrstuhl. Ich habe einen Rollstuhl im Erdgeschoss gesehen. Praktisch und bequem. So können wir Charlotte ins Warme bringen. Okay. Ein Rollstuhl? Na, guck mal, da hinten steht einer, glaube ich. So. Hier ist es bequem für Charlotte. Aber es ist kalt. Nein, das geht nicht. Es ist zu kalt hier. Nicht zittern. Die Kälte geht gleich vorbei, Charlotte. Sie geht vorbei. Am besten rausgehen, ne? Komm ich da mit dem Rollstuhl rein? Ja, der passt da nicht rein, ne? Komme ich hier vielleicht raus? Nö. Wir müssen das warme Licht finden. Los, in die chirurgische Abteilung. In die chirurgische Abteilung? Wie komme ich denn da hin? Ja, raus komme ich nicht, oder was? Wir bringen Charlotte jetzt in die chirurgische Abteilung, ins warme Licht. Okay. Wo ist die? Da rein? Vielleicht? Mal, passen wir wieder nicht durch. Er wird wütend werden. Er wird sicher wütend werden.
denn die chirurgische Abteilung? Nicht durch. Muss ich hier vielleicht irgendwas? Gute Frage. Treppe komme ich damit ja nicht hoch. Er will nicht. Nein, in Land des Lichtes. Er will nicht. Ich muss wahrscheinlich hier irgendwie Strom kriegen, damit ich den Fahrstuhl bedienen kann. Und das funktioniert wahrscheinlich mit der Maschine hier oben. Die Frage ist nur, wie funktioniert die Maschine? Das ist so die Frage. Ich probiere jetzt einfach mal ein paar Sachen.
Hat sich denn jemand vom... Ah, guck mal, da ist ein Stromkasten. So, guck mal. Ah. Okay. Dann muss ja jetzt eigentlich auch der... Fahrstuhl funktionieren, ne? Oder? Ah. Charlotte friert. Lass uns einen warmen Platz für sie finden. Sie wollte jetzt zum warmen Licht. Ne? Kann ich die da irgendwie rausheben, die Puppe? Nee, ne? Aber da rein komme ich auch nicht. Aber ist ja eigentlich sinnlos, oder? Weil. Ne, anscheinend nicht. So. Achso, ich muss erstmal die Tür wahrscheinlich zumachen. So, und dann kann ich wahrscheinlich hochfahren.
Vielleicht funktioniert jetzt auch diese komische Maschine hier. Also gerade hat es ein komisches Geräusch gemacht, aber... Naja, mal gucken. Hast du gesehen? Die Kälte lässt nach. Das Licht, die Wärme.
Wir dürfen es tun, die Kälte lässt nach. Das ist nicht verboten. Jetzt können wir in die Abteilung, in der alles angefangen hat. Okay, und welche ist das?